Netzwerken nachts im Museum. Unter diesem Motto trafen sich 160 Entscheider der Stadt zu den 18. Hamburgs-Spitzen. In bester Redelaune strömten sie alle ins MAG, das Museum am Roten Baum. Sehr unterhaltsam, also interessantes Publikum, interessantes Thema. Ja, man kommt eigentlich aus dem Reden oder Austauschen nicht heraus. Ich habe häufiger gehört heute Abend, ach Mensch, ich war schon so lange nicht mehr hier und das ist ein schöner Anlass. Und jetzt hoffe ich natürlich auch, dass ein schöner Anlass heute Abend geliefert wurde, uns mal wieder zu besuchen oder mit einer eigenen Veranstaltung wiederzukommen. Das ist eben nicht so wie die normalen typischen Veranstaltungen, sondern hier kann man anschließend spielen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dabei macht es auch Spaß, andere Leute kennenzulernen. Alle sprechen sich an untereinander und inhaltlich fand ich es auch gut. Denn der Inhalt des Spitzentalks war so drängend wie aktuell. Und was ist mit der Jugend, war die Frage. Die Antworten lieferten Hochkaräter der Hansestadt aus Politik und Wirtschaft. Grundsätzlich merkt man schon die Bildungsexplosion, jeder möchte studieren. Dann auch eine gewisse Prägung natürlich durch ihre Lebenswelt. Die Lebenswelt ist Social Media geprägt. Das hat eben gerade im Bereich der Führung, glaube ich, besondere Anforderungen an uns als Führungskräfte. Wir müssen darüber reden, welche Berufe kann man bei uns eigentlich ausüben? Was kann man machen? Und wenn Sie sich angeschaut haben, 170.000 Ingenieursstellen, 50% mehr jetzt als im letzten Jahr, zur fast selben Zeit, dann hat man ungefähr eine Ahnung davon, wie stark wirklich das Thema ist, um die Fachkräfte, die man dringend, dringend braucht. Ich habe 1993 einen Realschulabschluss gemacht. Ein Drittel meiner Schulklasse hat keinen Ausbildungsplatz gefunden. Ein weiteres Drittel nur gefördert und wir anderen sind irgendwie mit weiterführender Schule und so durchgerutscht. Heute, wir mussten zum Teil 3 Assessment Center machen, bis wir irgendwo einen Platz gefunden haben. So war die Lage Anfang der 90er. Und jetzt ist es so, ich finde, was man viel mehr betonen muss, weil es den jungen Menschen durch diesen Performance-Druck der medial und in sozialen Medien und weltweit und durch Talkshows und so weiter immer wieder aufgemacht hat, wir sind in einer chancenreichen Umgebung, das ist so chancenreich wie nie, wenn man jetzt erwachsen wird. Es gibt so viele Möglichkeiten und ich fände es irgendwie wichtig, dass man das auch mehr betont. Ich nehme sehr viele Eindrücke mit von, ich würde sagen, den sogenannten Hamburgs Spitzen und ihren Blick auf junge Menschen, auf Politik und Gesellschaft und ihre eigene Verantwortung darin. Ich glaube, wir haben alle gemeinsam miteinander noch viel zu lernen und eben auch noch andere Blickwinkel ja, in den Fokus zu rücken. Aber es ist ein Anfang getan und das freut mich sehr. Das Pianohaus Drübker hat dieses Jahr 150-jähriges Jubiläum gefeiert, hat uns ein Piano zur Verfügung gestellt. Stefan Wirkus und Janine Platz haben dieses Piano künstlerisch interpretiert. Anna Depenbusch und Bosse haben es signiert, die Hamburger Künstlerinnen. Und das dürfen wir zusammen als Kulturpaket mit einem Siebdruck von Udo Lindenberg auch nochmal mit einem Unikat auf der Rückseite versehen und natürlich original unterschrieben und signiert versteigern. Und das Ganze geht 100% an Mensch Hamburg für die integrative Mensch Hamburg WG. Natürlich durften auch in der 18. Ausgabe von Hamburg Spitzen die begehrten Spiele und leckeren Speisen nicht fehlen. Die Spielbank Hamburg hatte ihren mobilen Roulette-Tisch mitgebracht. Garniert wurde der Spieltrieb von Käsehäppchen, lecker Nachtisch in Gläsern und süßen Gummifreuden zum Selbsteinpacken. Die legendäre Gute-Nacht-Tasche rundete den wunderbaren Abend ab. Na dann, bis zum nächsten Mal.